Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Und ich steige natürlich mal wieder sinnlos ab, egal. Ja, wir haben in der letzten Folge einen Elite-Soldaten rausgeholt. Und ich will jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Mother Base. Und vertausche wieder mal die Knöpfe. Aber das ist ja nichts Neues. Das kennen wir ja. So, komm schon, Gaul. Renn. Renn, was das Zeug hält. Und wir haben ein Schaf. Haben wir letzte Folge auch noch gerettet? Oder haben wir es gerettet? Oder werfen wir es unseren Männern zum Fraß vor? Ich weiß es nicht. So, komm bei hier. So, gib ab. Danke. So, wir müssen, wie gesagt... Aber hey, wir haben ein neues Scharfschützengewehr. Das ist natürlich auch schon mal ganz praktisch. So. Ja, das ist manchmal leichter gesagt als getan, was ihr da so schreibt, ne? Auch nicht schlecht. Yay! Ich würde sagen, wir nehmen das. Aber ich würde jetzt trotzdem eher gerne... Ah ja. Ich hätte dann gerne eher eine dunklere Farbe. Aber da... Hä? Sag mal nicht mehr, jetzt geht's ab in Online... Ach ja. Das war das. Ich glaube, das ist für einen Online-Modus oder so. Commencing platform construction. Okay. Ja. Da war's doch, da war's doch, da war's doch, da war's doch. Back to... Genau, das möchte ich gerne mal wieder. Wir müssten nämlich mal duschen. Also, wisst ihr, das ist das ganze Blut und... Okay, lassen wir das. I'm back. Bitches. Yay. Stop. Oh, Knuff. Aber hatten wir das nicht schon mal? Nein. That's a bad example for the men. He gets lonely too. Dee Dee, come.
Ach ja, jetzt muss ich auch noch öfters heimkommen, oder wie? Wird sich aber besser hier. Let's take a shower. Yay! Wow, das ist schon ein leichter Unterschied. So, jetzt wollen wir uns auch mal, ich glaube, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, uns mal ein bisschen umgucken. Work in progress. Wollen wir uns doch mal ein bisschen auf unserer Basis umgucken. Wofür haben wir sie denn? Ja, wir sollten öfters zurück. Wenn sich hier schon die Moral erhöht und so. Achtung, herabfallende Dinger. Gegenstände. Hier wird noch gebaut. Hier könnte ihre Werbung stehen. Ja, ja, komm. Ja, ja, Leute, ist gut. Also man sieht schon, viel gibt's hier noch nicht. Aber die neue Farbe gefällt mir doch besser. Guten Flug. Ey, ich hau dir aufs Maul und du sagst noch Danke. Ein Traum. Also. So. Der musste jetzt raus. Was? War was? Ich weiß von nichts. So, aber man merkt schon, viel gibt es hier noch nicht zu entdecken. Glaube ich zumindest. Bin ich jetzt eigentlich wieder am Hauptding hier vorne? Gut. Glitchy. So, gibt es hier eigentlich sowas wie eine Kommandozentrale? Hier wird auch noch gebaut. Also sprich Kommandozentrale da, wo Ocelot und so immer rumhängt. Das kleine knuffige Hundchen muss ja auch hier irgendwo sein. Tschüssi. Was? Ja, ist mein Hund. Viel kriegt man hier nicht an die Hand gelegt, ne? Cargo Landing Zone. Okay. Dann. Machen wir noch eine Nebenoperation oder nicht? Sichern Sie Bau und Entwickler. Okay. Zum richtigen Ort. Huch, wo kommt der denn plötzlich her? Aber jetzt sehen wir ihn auch das erste Mal in seiner neuen Farbe, im Normalfall. Ach, guck mal, da ist das Logo. Ja, doch, die Farbe ist schick, die behalten wir. Geht doch. Ah, doch, die neue Farbe ist wesentlich besser. Oh, da geht's ja auch noch hoch. Da hätte ich vielleicht nochmal gucken müssen. Ach, da ist auch nochmal ein Heliport. Muss ich da unten nicht immer rumrennen. Und wir haben einen Kran. Warum haben wir einen Kran? Kann ich den benutzen? Kann ich Kran fahren? Los. Okay, ich bin still. Vermeiden Sie es, entdeckt zu werden.
Oh Gott, da wäre ich ja jetzt nie drauf gekommen. Wir machen noch eine Nebenmission. Doch. Ist ja direkt ums Eck. Gönn dir. Jo. Ladebalken. Ich präsentiere euch den schicken Ladebalken. Norden von Kabul. Warum ist denn schon wieder so dunkel? Ja, toll. Lass mich raus! Ich könnte natürlich auch... Mörser... Geschützstellung... Da waren wir schon mal. Alarmstufe niedrig. Einen Bauplan sichern. Hm, wo der ist, ist die nächste Frage. Yes, ich bin immer vorsichtig. Aber jetzt wissen wir, wir waren schon in diesem Kaff. Das ist schon mal gut zu wissen. Die nächste Frage ist, haben wir hier nicht auch schon alles getötet? Das weiß ich nicht, aber wir gehen am besten einfach mal ins große Haus. Da wird wohl am ehesten was drin sein. Hoffe ich. Sonst stehen wir ja morgen früh noch. So. Wen überrasche ich jetzt? Niemanden, das ist gut. Art. Hm. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, wo war das große Haus? Das. Aber ob wir es schaffen, sehen wir in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl und tschüss.